Let's hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Fun hier auf dem Gommes-Server. Und hinter mir seht ihr schon, was wir heute spielen werden, nämlich Trouble in Minecraft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde wieder. Hui. Und da geht es auch schon los hier rasant. Komischerweise sind die Köpfe bei mir ein bisschen verbuggt hier, der da geht. Hä? Okay. Was ist das da? Eine Minigun? Irgendwie, okay, nur die Miniguns sind verbuggt, wie es scheint. Ja. Aber warum? Das wundert mich ein bisschen. Naja, also eine Minigun habe ich auf jeden Fall schon mal. Jetzt gilt es, Shotgun? Nee. Ich muss doch noch, okay, ich bin Detektiv auf jeden Fall. Also Shotguns sind auch so komisch verbuggt. So. Ich denke mal, das Eisenschwert da oben ist schon weg. Frage ist, naja. Gut, dann würde ich mal sagen, alle Test, Ausrufezeichen. Was? Nein, ich kann nicht aufheben in der 1.8, ja. 1.8 ist noch ein bisschen verbuggt. Hier, immer noch, leider. Daher spiele ich auch auf der 1.7 und von hinten strahlt mir gerade die Sonne so auf dem Bildschirm, dass ich kaum was sehe. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, der Herr hier, wie heißt denn der? ZockTV, du wirst jetzt da deine Knarre wegnehmen. In Ordnung, ZockTV ist sicher. Wer ist denn noch? Nee. Lucky Beast ist sicher. 03. Also Zock. Moment. Zock Luki 03. Lol. Das Ungeheuer soll da mal reingehen. Du gehst jetzt sofort Test. Geh Test! Test. Als ob der so blöd ist. So, der ist auf jeden Fall. Okay. Gut, das war etwas auffällig. Aber dann fehlt, also Zock ist nicht. Oh, gewonnen! Sehr schön, das war eine kleine, aber feine erste Runde. Ich würde sagen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, gehen wir direkt in die zweite. Bis gleich. So, weiter geht es hier in der nächsten Runde. Ganz geschwind in der Winkelgasse. So heißt die Map hier, die gefällt mir eigentlich nicht so, aber egal, ich dachte mir, da können wir trotzdem mal vorbeischauen. Das, die Sache ist die, ich finde hier kaum gute Sachen. Was ist das denn, eine Shotgun? Naja, immerhin besser als eine Sniper. Aber Minigun, okay, Minigun ist schon mal gut. Habe ich jetzt eine Minigun? Ja. Ich bin Traitor auch noch, na wunderbar. Da drüben liegt schon mal ein Toter, das habe ich gesehen. Die Sache ist die, ich bin Traitor, aber ich habe keine Waffe. Lol, da oben ist auf jeden Fall ein Innocent. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Das war. Hä? Hab ich den nicht getötet? Hä? Was soll das denn jetzt? Naja. Hä, den habe ich nicht mal getötet? Das war nicht mein Kill. Unverschämtheit. Naja. Schade. Also ich hätte eigentlich gesagt, das war mein Kill. Naja. Was soll's?
Das war auch nicht mein Kill. Was soll das denn? Ja, mein Freund, du solltest vielleicht auch mal loslassen. So, jetzt habe ich endlich einen Kill. Komm schon, den krieg ich noch. Epischer Kampf und da haben wir gewonnen. Boah, das waren aber zwei echt schöne... Du hast aufgrund deines Verhaltens einen Pass erhalten. Hä, ist ja geil. Hä, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Na, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Wir sehen uns gleich in der letzten Runde. Bis dann. Ist mir egal, egal, ist mir egal. Egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Und damit herzlich willkommen in der letzten Runde. Wir schnappen uns direkt hier diesen wunderschönen Bogen. Und vielleicht bekommen wir dieses Mal ja sogar ein Schwert. Und zwar, okay, Minigun ist noch besser. Aber mal ein gutes Schwert, das wäre doch mal was. Bisher hatten wir da ja nicht wirklich Glück. Muss man mal ganz klar sagen. Auch eine Minigun, das kann doch nicht sein, dass hier so wenig Schwerter sind. Ein Holzschwert, aber ist ja... Okay, Innocent. Eine Runde als Detective, eine als Traitor, eine als Innocent. Das ist ja perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Tester. Gehen wir mal in den Tester. Und Shorty Dwiff. Was macht der Blue King da? Muss ich mir Sorgen machen? Wen hat der geschossen? Naja. Er rennt auf jeden Fall mal direkt am Traitor-Tester vorbei. Aber ich werde mal reingehen. Und... Ja. Was habe ich denn hier an? Eine Lederjacke. Wunderbar. Da von da oben schießt auf jeden Fall was. Ich würde sagen, wir lassen den Test in den Tester gehen. Vorausgesetzt, er kommt da jetzt mal runter. Tut er nicht, na gut, dann gehe ich hoch. Oh, der ist ins Echt entkommen. Das ist aber nicht so gut. Dann gehe ich auf der anderen Seite runter, in Ordnung. Jetzt wird's aber spannend hier. Nein. Muss ich auf den schießen? Ich weiß es nicht. Ja, scheint so. Verdammt. Verdammt! Nein, ich dachte, der wäre... Verdammt! Nein! Oh! Oh Mann! Nein, ich dachte, der wäre Traitor. Weil der so viele Pfeile in sich hatte, dann dachte ich, okay, der hatte schon mal einen Kampf hinter sich. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Was ist mit euch beiden? Was ist mit Red King Bin Inno? Ja, wer es glaubt. Der hat ein Eisenschwert, das ist das Problem. Okay, dann schau ich mal, was hier unten so abgeht. Der Detective ist tot, oh. Okay. Hat er irgendwas geschrieben? Nö. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So viel... Was macht der denn da hinter mir? Alter, du kleines Stück. Also, ganz ehrlich. Okay, der da ist auf jeden Fall Traitor. Ja, okay, einen Traitor habe ich auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Und der da ist der nächste. Alter, boah, wie ich heute abgehe. Boah, zwei Traitor am Stück gekillt. Wie krass, okay. Sehr schön, da haben wir alle drei Runden gewonnen. Und in allen drei Runden zumindest mindestens einen getötet. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann, ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, also ist jetzt ein kurzes Video, aber macht ja nichts. Wenn es euch gefallen hat, dann, ja, dann hat es euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und, Moment, so. Nee, falsch, so. Und ciao. Pschuh.